Hallo Freunde der Aufklärung, diesmal ging es Richtung Schlaubetal und es war nicht so einfach früh aufzustehen und dieses Video ist auch nur aus dem Off heraus kommentiert. Ich hoffe, das wird euch nicht weiter stören. The garden smells of jasmine. The dog smells like rosemary. My guitar smells like warm wood. I am trying to find peace in the face of fear. Die Strecke zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass ihr eine Vielzahl von Sitzmöglichkeiten entlang der Wanderwege habt und somit jede Ausrede, dass ihr keine Pause machen konntet, obsolet wäre. Nur einige Bänke sind nicht immer ganz stabil und ganz am Anfang noch in der Nähe von Bremsdorf am Mühle als Startpunkt, ja, da gibt es leider auch einen Strand, deswegen ist es hier und da gerne auch mal ein bisschen lauter als üblich. Aber sobald ihr euren Weg fortsetzt, sollte sich das Problem erledigen. And power. I hear the forceful flight of the helicopter. Folgt ihr dem sehr gut ausgeschilderten Weg mit blauem S auf weißem Grund, auch wie sollte es anders sein, Schlaubetal-Wanderweg, erreicht ihr relativ früh eine Beobachtungshütte mit zwei Büchern, in denen ihr euch auch eintragen könnt. Und ihr werdet auch mit einer sehr schönen Sicht belohnt. I have also been shown that cacophony will turn into harmony, even when faced with immutable forces. The mountain. The traffic, the desire to dream, urgency. Urgency. Lange verweilen solltet ihr jedoch nicht, da der Weg doch relativ lang ist. Und ja, das Wasser ist die ganze Zeit grün, das ist also keine Täuschung. Und ja, ihr könntet rein theoretisch sogar ins Wasser springen und baden gehen, wenn ihr dadurch nicht andere Tiere aufschreckt. Retreat. Habe ich schon erwähnt, dass es auf dieser Wanderung viele, viele Sitzmöglichkeiten gibt. Ich habe sie sehr gebraucht. Wie ihr vielleicht seht, war ich dann schon nach einiger Zeit sehr geschafft. Strahlender Sonnenschein, nahezu klarer Himmel, ständig hohe Temperaturen und eigentlich die ganze Zeit Wasser in der Nähe. Aber leider kein Filter. Dafür viel Totholz und Möglichkeiten für die heimische Tierwelt, sich in selbigen zu verstecken. Es gibt auch an jeder Ecke ein paar Infotafeln, die euch ein paar mehr Informationen bieten. Man musste natürlich auch die ganze Zeit seinen Blick auf den Boden gerichtet haben. Es gab nicht viele Amphibien und viele Insekten, die ganze Zeit den Weg gekreuzt haben, darunter auch Hirschkäfer. Und deswegen ist es natürlich wichtig aufzupassen, wo man hintritt. Auch immer neben einem war Wasser, Wasser, Wasser. Überall gab es Wasser. Und so führte mich der Weg dann letztlich zu einem eher schattigeren Plätzchen mit einer kleinen Überraschung, die ich so auch noch nicht irgendwo jemals auf Foto gebannt habe. Thank you.
Natürlich wurde auch nicht an Möglichkeiten gespart, die Wege zu pflastern, wobei es sich hierbei um einen historischen Weg handelt, der mit öffentlichen Mitteln wieder aufgebessert wurde, um Radfahrern auch die Möglichkeit zu bieten, durch das Schlaubetal zu kommen. Nichtsdestotrotz habt ihr jeweils rechts und links von euch ständig irgendwie Möglichkeiten, die Tierwelt zu beobachten, die weiten Fluss- und Seenlandschaften mit ihren zahlreichen Seenrosen. Und ganz rechts, jetzt gleich im Bild, kommt dann auch eine Brücke. Die führt euch zum Örtchen Siedig um auf einer Halbinsel. Und dort oben ist ein sehr vorzügliches Restaurant. Und dann meinte mich das Wetter ärgern zu müssen. Ich hoffe, euch hat diese unorthodoxe Art der Dokumentation gefallen. Lasst es mich wissen.